Hallo Freunde der Sonne und willkommen zu meinem neuen Video. Zu diesem Video hat mich ein Kommentar inspiriert von der lieben EnjoyB. Ich verlinke ihren Kanal auch mal unten in der Infobox, denn sie hat nämlich auch einen YouTube-Kanal und ich wette, sie würde sich mega freuen, wenn ihr mal bei ihr vorbeischaut. Ich habe gesehen, dass sie Vlogs macht. Ansonsten habe ich mich noch nicht so sehr mit ihrem Kanal beschäftigt, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was euch dort für Themen erwarten, aber ihr könnt ja einfach mal reinschauen und gucken, ob das was für euch ist. Und zwar hat die liebe EnjoyB geschrieben. Ich hätte eine etwas andere Frage. Ich weiß gar nicht mehr, auf welches Video. Ah ja, das war auf mein Q&A-Video hat sie diese Frage gestellt. Und zwar, ich hätte eine etwas andere Frage. Du hast im Video gesagt, dass du Leute inspirieren willst, dich so wie sie sind vor die Kamera zu setzen. Finde das mega. Es gibt viele Leute, die sich schämen oder sich Gedanken machen, was andere Leute über sie denken könnten. Wenn ich deine Videos schaue, frage ich mich, wie du es machst, so offen und gar nicht aufgeregt zu sein. Ich liebe es auch, Videos zu machen, aber ich habe immer irgendwie Angst bzw. bin mega aufgeregt, obwohl es nur eine Kamera ist. Vielleicht verstehst du ja, was ich meine und hast ein paar Tipps, wie man das überwinden kann. Erstmal vielen Dank für deine Frage, EnjoyB, und ich glaube, wie dir geht es ziemlich vielen Leuten und auch mir. Und ich finde es richtig cool, dass du das schreibst und dass du halt sagst, dass ich offen rüberkomme und so, als ob ich überhaupt nicht aufgeregt wäre, was überhaupt nicht stimmt. Ich bin immer mega aufgeregt. Also was heißt, ich bin immer mega aufgeregt, aber vor allem am Anfang, als ich das noch gar nicht gewohnt war oder auch jetzt, wenn ich lange kein Video mache oder wenn ich gerade irgendwie total die introvertierte Phase habe, dann mag ich das auch nicht. Und dann bin ich auch mega nervös, wenn ich mich dann irgendwie dazu entschließe, ein Video zu machen. Und was meine Freunde und meine Familie sagen, also was die Leute sagen, die mich extrem gut kennen, ist, dass ich vor Kamera total schüchtern wirke und dass noch nicht mal, ja, ansatzweise meine Persönlichkeit rüberkommt. Also nicht so, aber dass ich halt irgendwie, dass ich anders bin, was ich richtig scheiße finde, weil ich ja genau dafür plädiere, so zu sein, wie man ist und authentisch zu sein. Aber das ist es halt. Sobald man auf diesen Knopf drückt, ist man anders. Da kann mir jeder sagen, was er will. Aber irgendwie in dem Moment, wo die Kamera aufnimmt, spielt man eine kleine Rolle, ob man will oder nicht. Weil man sich einfach dessen bewusst ist und sich in einer bestimmten Form präsentiert. Und ja genau, Freunde und Familie sagen halt, warum bist du so schüchtern in deinen Videos? So kenne ich dich gar nicht. Das ist halt auch total witzig. Also deswegen cool, dass du das sagst. Und wie gesagt, am Anfang war das nicht so. Und ehrlich gesagt, bei meinem ersten Video kam ich mir sowas von dämlich vor. Und ich habe mir auch gedacht, oh mein Gott, du wirst das doch nicht machen. Das ist sowas von peinlich und so komisch und voll schwierig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber letztendlich habe ich mich dann überwunden. Was mir geholfen hat, ist einfach den Perfektionismus loszulassen, dass man nicht immer alles richtig sagen muss und genau, dass man einfach, dass man sich auch Zeit lässt. Also das ist mein Tipp Nummer 1 an euch, sich Zeit zu lassen, ein bisschen in sich zu gehen und vielleicht die Kamera auch kurz einfach laufen zu lassen oder kurz zu meditieren, so ein bisschen. Ja, das einfach so zu fühlen, was da ist. Also auch wenn man total nervös ist, da einfach mal reinzugehen und das da sein zu lassen und da reinzufühlen und reinzuatmen. Das ist wieder typisch. Meine Schwester würde jetzt sagen, ja, atmen, ne? Immer wenn sie irgendein Problem hat, komme ich mit meinen Atemübungen. Lass mich raten, atmen und dann ist alles wieder gut. Nein, aber das ist wirklich so, wenn ihr kurz Zeit nehmt, um euch zu zentrieren und einfach die Gefühle zu fühlen und da reinzuatmen, dann kann sich das schon ein bisschen auflösen. Ja, mein Tipp Nummer 2 ist, dass man einfach versucht, so zu reden, als ob man mit einer guten Freundin oder einem guten Freund reden würde. Wie gesagt, scheinbar kriege ich das nicht so gut hin, aber ich gebe mein Bestes. Ich bin der Meinung, es wird besser. Ich weiß es nicht. Naja, keine Ahnung. Machen wir mal weiter mit meinem Tipp Nummer 3. Der dritte Tipp ist, ja, das ist so ein bisschen, ich muss ein bisschen an High School Musical denken. Kennt ihr das, wo Sharpay sich so auf ihre Show vorbereitet und sie macht dann mit ihrem Bruder zusammen diese Übung. Und das ist halt auch mein Tipp.
Nummer 3 war das, ne? Genau, und das ist halt auch mein Tipp Nummer 3. Mach einfach irgendwelche dämlichen Laute, Geräusche oder sonst was. Funktioniert natürlich besonders gut, wenn du irgendwie alleine zu Hause drehen willst oder so. Weil sonst kommt man sich auch ein bisschen blöd vor. Und ja, mach einfach dämliche, komische Geräusche. Ja, vielleicht springen durch die Luft. Ne, springen durch die Luft, genau. Springen durch den Raum und oder tanzen eine Runde oder so. Mach irgendwas, ja, wo du halt so ein bisschen sowieso aus dir rausgehen musst und schon mal so ein bisschen vielleicht lauter bist und so einfach Geräusche. Das entspannt einfach. Und wenn es irgendwas Lustiges oder total Dämliches ist, dann lockert das halt auch total auf, bin ich der Meinung. So, dann Tipp Nummer 4. Übung macht den Meister, wie in fast allen Dingen, ne? Also, je mehr man das macht, je öfter man sich vor die Kamera setzt und labert, desto leichter wird's. Bei mir war es halt am Anfang so, dass ich das halt nur alleine so gemacht habe. Bei mir zu Hause, wenn ich alleine war. Und draußen ist mir extrem schwer gefallen, aber ja, genau, je öfter man das macht, desto leichter wird das einfach. Und ich merke das auch, wenn ich ganz lange kein Video gemacht habe, dann ist es auch wieder komisch. Also das ist ganz normal. Und hierzu würde ich auch Insta-Stories empfehlen. Also wenn ihr Instagram benutzt, dann, weil es ist total unkompliziert, Insta-Stories zu machen. Und wenn man dann in seine Handykamera die ganze Zeit redet, dann ist es auch nicht mehr so ein großer Unterschied, ob man in eine größere Kamera spricht oder in seine Handykamera. Und dann ist man halt schon die ganze Zeit so im Flow. Und deswegen ist das echt nicht schlecht mit den Insta-Stories, einfach da so ein bisschen in Übung zu bleiben. Und ja, das ist mein Tipp Nummer 4. Und mein Tipp Nummer 5, das habe ich eben auch schon ein bisschen angesprochen, dass du das entweder ganz alleine erstmal nur für dich machst, wenn du dich so am wohlsten fühlst. Und wenn nicht, wenn dich das noch nervöser macht, dann hol dir einfach eine Person ran, also in deine Nähe, die, bei der du wirklich so sein kannst, wie du bist. Und ja, wo du einfach wirklich, genau, wo du wirklich du selbst sein kannst und wo du weißt, die Person würde dich irgendwie niemals auslachen oder niemals verurteilen, also wo du dich einfach wohlfühlst, sagen wir es mal so, und wo du dich einfach ein bisschen, also eine Person, mit der du dich vielleicht einfach ein bisschen sicherer fühlst als alleine, also es kann ja so oder so sein, manche quatschen lieber alleine in der Kamera, manche haben da lieber jemanden bei sich. Und vielleicht fällt dir das dann leichter, wenn irgendwie dein Freund, deine Freundin oder deine Schwester, dein Bruder, deine Mutter oder dein Vater oder sonst irgendjemand, weiß ich nicht, dabei ist. Vielleicht auch nicht, genau das Gegenteil, das kann auch sein. Wie gesagt, such dir einfach ein Setting, in dem du dich wohlfühlst. Und wenn man das noch nicht so lange macht, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt mit einer Kamera auf die Straße in eine Menschenmasse gehen und von sich erwarten, dass man da total locker einfach mal eben so vor vielen Leuten, die um einen herum sind, in eine Kamera redet und dann erstmal total außergewöhnlich ist und angestarrt wird. Okay, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber je nachdem, ja, ob das andere Leute in der Umgebung auch machen oder nicht, kann man dann schon mal auffallen, würde ich sagen. Also das empfehle ich eher nicht, genau. Das sind so meine 5 Tipps an dich und an alle anderen, die dieses Video, ja, vielleicht gebraucht haben oder die auch Probleme damit haben, sich zu überwinden, um vor der Kamera zu sprechen. Wirklich meine Nummer 1 immer noch, was ich vor diesen ganzen Tipps gesagt habe, und zwar einfach den Perfektionismus mal beiseite zu lassen. Und auch wenn man sich mal verspricht oder auch wenn man mal irgendwie angeblich für seinen eigenen Standards dämlich rüberkommt, dass man dann einfach sagt, ja, ganz ehrlich, ich bin halt so, oder dann war man halt nervös vor der Kamera. Na und? Dann lebt man das halt trotzdem hoch und ja, übt erstmal damit so. Und irgendwann wird es dann halt automatisch besser. Es ist halt einfach so. Und ja, das sind jetzt erstmal meine Tipps. Und ich hoffe, die haben irgendjemandem da draußen geholfen. Ich hoffe, die waren für dich noch relevant. Ich weiß, du hast deinen Kommentar vor 2 Monaten geschrieben. Aber ich habe das, glaube ich, nur kurz überflogen und dann wieder vergessen. Und dann habe ich das letztens gesehen und dachte mir so ganz ehrlich, wenn ich da nicht drauf eingehe, dann, ja, ist auch scheiße. Weil ich meine,
wenn ich schon die Möglichkeit habe, jedes Kommentar wirklich zu lesen, weil es einfach, ja, weil wir so eine kleine Community sind sozusagen, dann will ich das doch auch nutzen und da wirklich drauf eingehen. Und deswegen war mir das wichtig, jetzt nochmal ein Video dazu zu machen. Und genau, ich hoffe, der ein oder andere konnte was daraus mitnehmen. Und ja, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob es euch leicht fällt, vor einer Kamera zu reden oder nicht. Ob ihr das überhaupt schon mal ausprobiert habt, ob ihr das ausprobieren wollt. Ob es euch komisch vorkommt, wenn ihr eure eigene Stimme irgendwo hört. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Und ja, genau, das würde mich interessieren. Berichtet doch. Oder falls ihr das mal hattet und auch überwunden habt, dann könnt ihr auch gerne weitere Tipps in die Kommentare schreiben. Und ja, damit verabschiede ich mich von diesem Video.